Willkommen zurück, Peter hier, und heute möchte ich dir mal etwas mitgeben, was extrem wichtig ist. Generell das wichtigste Thema, wenn es darum geht, langfristig irgendwas zu verändern, wenn es um die Gesundheit geht. Den Lebensstil, die Ernährung, Bewegungsgewohnheiten, Schlafroutine, also Abendroutine, solche Geschichten. Wenn es darum geht, gibt es nur eine Sache, die man unbedingt meistern muss, und das ist die mentale Einstellung dem Ganzen gegenüber. Weil du kannst im Außen so viel verändern, wie du willst, und so viel versuchen zu machen und versuchen, irgendwelche neuen Routinen dir anzueignen. Wenn du dich hier oben nicht auch dementsprechend entwickelst, veränderst in die Richtung, dann wirst du das sowieso nicht langfristig halten können. Das ist wie ein täglicher Kampf gegen dich selbst, ein täglicher Kampf gegen deine schlechten Gewohnheiten, gegen deine alten Muster. Da wirst du nicht gewinnen. Das funktioniert nicht. Du musst schon bereit sein, hier oben erstmal einen Schritt zu gehen, und das, was du im Außen tust, das folgt dann meist von ganz alleine. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und da jetzt mal ein paar Punkte dazu, um das mal auch bisschen zu selektieren, dass man da ein paar Einzelheiten mal anspricht, die da sehr, sehr entscheidend sind. Und das erste ist, dass du die Dinge bitte nicht komplizierter machst, als sie eigentlich sind. Weil das machen wir gerne, wenn wir irgendwas Neues machen müssen. Meistens müssen wir ja das, wir wollen es ja oft nicht, sonst hätten wir es ja bereits gemacht. Dann machen wir uns im Voraus schon irgendwelche Gedanken über Dinge, die noch gar nicht passiert sind, und machen es uns sehr, sehr schwer. Weil wenn ich mir die ganze Zeit irgendwelche Horrorszenarien überlege, was alles passieren könnte und wie das dann sein wird und dass das dann hochkompliziert wird und zeitintensiv und das Essen wird mir dann sowieso nicht schmecken. Ja, und wenn ich dann gestresst bin, dann kann ich das eh nicht umsetzen. Und ich will eigentlich gar nicht. Ja, wie willst du denn das dann langfristig halten können? Das ist doch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn du so schon in die Sache hineingehst, so mit dieser überhaupt keinen Bock-Einstellung, aber ich mach's halt, weil ich muss, weil mir nichts anderes übrig bleibt, ja, dann kannst du es gleich bleiben lassen. Ja, das machst du vielleicht mal eine Woche oder zwei und dann ist wieder vorbei. Dann hüpfst du wieder in deine alten Muster zurück, ja, weil du willst ja eigentlich gar nicht davon weg, nicht wirklich zumindest. Und dann machst du die Dinge nur, weil sie dir vielleicht gesagt wurden, empfohlen wurden vom Arzt, vom Diabetologen oder weil du dir halt selber denkst, hey, so kann es nicht weitergehen, aber du willst es halt nicht wirklich. Du versuchst nur im Außen irgendwas zu reparieren, aber im Grunde ist der eigentliche Schaden ist eigentlich hier drin. Jetzt nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass was grundsätzlich mit dir nicht stimmt, aber die Einstellung dem Gegenüber, das ist doch der Schaden, weil wenn du eine vernünftige Einstellung dem Gegenüber hättest und sagst, hey, ich habe da wirklich Bock drauf, ich will das ja, weil ich ja weiß, in der Veränderung steckt ja das Potenzial, dass ich überhaupt was verbessern kann. Das heißt, wenn ich immer nur erwarte, dass alles gleich bleibt und gleichzeitig aber denke, hey, es soll sich aber schon was verbessern, weil ich will ja ein gesünderes Leben führen, dann widerspricht sich das irgendwo. Ja, das funktioniert nicht. Das ist halt Wunschdenken. Sehr schön ist aber nicht Realität. Und vom Wunschdenken alleine, da wird halt nicht viel passieren. Das heißt, die Veränderung ist doch was Gutes. Das einzige Problem ist, warum eine Veränderung was Schlechtes sein könnte, weil wir es uns selber schlecht reden. Wir machen es uns einfach von Anfang an schon madig. Und dann ist es wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn wir irgendwas machen, was Neues, und wir denken uns, das wird eh nichts, das klappt eh wieder nicht, da gebe ich eh wieder auf nach ein paar Wochen. Und das macht keinen Spaß und schmeckt nicht und alles schlecht und ich will unbedingt wieder zurück und ich freue mich, wenn das endlich wieder vorbei ist. Ja, dann ist der Samen schon gesät. Dann brauchst du nur noch warten, bis das Ganze aufgeht, und dann bist du wieder zurück auf der alten Spur und hast halt wieder die dementsprechend schlechten Ergebnisse. Also das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, dass du da wirklich rational an sowas rangehst. Also wenn du noch am Anfang stehst und denkst dir dann schon so Sachen wie, oh, was mache ich dann, wenn irgendwelche Feierlichkeiten sind, ja, ich im Restaurant bin, ich im Urlaub bin, wie klappt es dann da? Sich Sorgen zu machen über irgendwelche Dinge, die ja noch gar nicht stattgefunden haben, bringt doch nichts. Mach dir doch erstmal Gedanken über die ersten Steps, und wenn es dann soweit ist, dann kannst du dir Gedanken über die Sachen machen, aber bis dahin hast du dich ja auch schon wieder entwickelt. Bis dahin, wenn das dann soweit ist, dann bist du doch auch schon wieder eine ganz andere Person mit anderen Fähigkeiten, mit anderen Erfahrungen. Du weißt ja dann schon wesentlich mehr. Aber wenn man sich am Anfang schon Gedanken macht über sämtliche Szenarien, wie man dann da wieder scheitert, dann hätte ich auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Wenn ich immer nur so negativ, wird eh nicht klappen. Das wird kompliziert, das wird nichts. Lass ich es lieber. Bringt doch nichts. Also immer rational so von oben drauf schauen und sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich mal die ersten Steps. Und wenn dann irgendwann eine Herausforderung kommen sollte, die vielleicht jetzt noch schwierig ist, wer weiß, ob ich die dann ja schon entspannt meistern kann, weil ich mich ja schon durchgekämpft habe. Ich habe schon einen Prozess hinter mir. Ich bin ja schon eine ganz andere Person mit ganz neuen Fähigkeiten im Bereich jetzt Ernährung, ja, oder Gewohnheiten, alles Mögliche. Also immer schön rationales betrachten und nicht immer dieses ganze Zeit diese Sorgen machen, Ängste, ja, diese Zweifel, schaffe ich das, kann ich das?
Mach einfach. Nicht immer negativ, sondern positiv. Das ist mal ganz wichtig. Und das bringt uns auch direkt schon zum nächsten Punkt, und zwar generell diese innere Haltung, die wir haben. Weil wenn du eh schon an einem Punkt bist, wo du für dich selber sagst, okay, ich muss was machen. Ich habe jetzt vielleicht nicht nur Typ-2-Diabetes, sondern auch andere Geschichten, die noch mit dazukommen. Erhöhte Cholesterinwerte, der Blutdruck ist erhöht, nehme ich auch schon Medikamente. Mit der Schilddrüse ist was nicht in Ordnung. Ich habe schon Gelenkschmerzen. Ich fühle mich nicht wohl. Ich bin ständig müde, energielos. Ja, ich komme nicht so richtig in den Tag rein. Und ab Nachmittag kannst du eh schon vergessen, da kann ich mich am liebsten noch hinlegen. Eine Situation ist ja schon da, die du nicht willst. Also du willst was verändern. Du hast dich ja schon innerlich entschieden, dass du so nicht mehr weitermachen kannst oder nicht mehr willst. Und wenn diese Entscheidung ja schon gefallen ist, dann mach's doch bitte richtig. Dann lass dich doch einfach komplett auf diese Sache ein und bring da ein bisschen Freude mit rein und ein bisschen Leichtigkeit. Weil wenn du schon von Anfang an genervt bist, ja, und immer mit dieser eben negativen Einstellung alles machst, ob es jetzt bei der Ernährung ist, ob es jetzt beim Thema Stressmanagement ist, ja, wie du da ein bisschen damit umgehen kannst, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, wie du dir einfach gesündere Gewohnheiten in jedem Bereich, der in die Gesundheit mit reinfällt, dir aneignen kannst, dann bringt es nichts, immer nur genervt davon zu sein, sondern seh das halt als neue Erfahrung, als neuen Lebensabschnitt. Du entwickelst dich jetzt weiter in diesem Bereich, ja, vielleicht hast du dein Leben lang die Gesundheit vernachlässigt, hast in jedem anderen Bereich gute Ergebnisse erzielt, bist weitergekommen, toll, alle haben dich gefeiert, du bist stolz auf dich, wunderbar, aber warum sollte das nicht auch im Bereich Gesundheit genauso funktionieren? Also hab doch Freude an dem Prozess, an neue Erfahrungen, an neue Geschmäcker kennenzulernen, an neue Lebensmittel kennenzulernen, neue Gewohnheiten dir anzueignen. Du weißt ja gar nicht, ob die dir nicht viel besser tun. Also sie werden dir höchstwahrscheinlich viel besser tun, wenn sich dein Zustand verbessert. Aber im Moment ist es eher noch so, man weiß es halt nicht. Ja, ist ja klar. Verstand kann ja nur das irgendwie einsortieren, was er schon kennt. Und wenn du jetzt irgendwas Neues machst, was du noch nicht kennst, dann ist es erstmal so, schauen wir uns erstmal an, ein bisschen vorsichtig sein. Aber das bringt halt nichts, weil es ist ja so, wie du die ersten Schritte machst, ich sage jetzt mal in ein neues Leben, wie du da die ersten Schritte gehst mit dieser Einstellung, mit diesem entweder, hey, ich habe Bock drauf, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was passiert, ich habe richtig Lust jetzt, oder ich mach's halt so, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich muss. Wie du diese ersten Schritte gehst, das ist doch schon entscheidend, wie die Reise wird. Weil wenn die ersten Schritte schon negativ sind und keine Bockeinstellung, ja, dann kannst du dir vorstellen, wie mühsam dieser Weg wird. Und das ist auch der Grund, warum viele dann immer sehr, sehr schnell aufgeben und wieder in die alten Muster zurückfallen, falls mal irgendwas passiert, ja, mal eine stressige Phase im Umfeld, ist irgendwas passiert, Schicksalsschlag, was auch immer, und dann ist man sofort wieder zurück, weil man eh schon keinen Bock hat, und wenn dann irgendwas passiert, nimmt man das sofort als die Ausrede, als genau die Situation, die man gebraucht hat, um sozusagen, dass die Entschuldigung, es ging nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich habe mir Mühe gegeben, aber jetzt bin ich halt zurückgefallen, weil. Und das ist doch Selbstbetrug. Natürlich hättest du weitermachen können, aber du hast einfach keinen Bock gehabt, und das war jetzt genau der Grund, der dir gefehlt hat, es jetzt so jetzt aufzugeben, die Schuld wieder abzuschieben. Und wenn du aber da mit Freude an die Sache rangehst, mit Leichtigkeit, also dich auch bemühst, diesen Weg leicht zu gestalten und nicht immer alles negativ, sondern positiv siehst, dann wirst du auch in solchen unangenehmen Lebenssituationen weiter dranbleiben, weil du einfach den Vorteil daraus siehst, weil es für dich nicht anstrengend ist, sondern jeder Tag, es ist halt so, ja, es ist halt dein neues Leben. Und dann kommt man da auch nicht mehr ab von diesem Weg, egal was passiert. Weil du wirst mir nicht erzählen, wenn es dir gerade schlecht geht oder du Stress hast, dass man sich dann auch schlecht ernähren muss. Das ist doch Quatsch. Die Ernährung hat doch nichts damit zu tun, was so im Außen passiert. Du kannst dich doch weiterhin gesund ernähren. Also das sind immer nur Ausreden, auch wenn viele sagen, naja, bei Stress, da brauche ich meine Süßigkeiten, brauchst du nicht. Die brauchst du nur, weil du es dir schon jahrelang antrainiert hast. Also das ist ganz wichtig. Mach es dir nicht schwer, sondern mach es dir leicht. Und das ist eine Entscheidung. Wir können uns entscheiden, wenn wir einen Weg gehen, ob wir den kläglich und genervt gehen oder ob wir den Weg mit Freude gehen, mit Leichtigkeit und einfach interessiert an dem sind. Ob wir Bock auf diese Erfahrung haben oder ob wir sagen, hey, eigentlich habe ich keinen Bock. Das ist eine Entscheidung und die kann jeder für sich selber treffen. Und wenn du gerade unterwegs bist, da was zu verbessern, was zu verändern und du merkst, dass es eigentlich eine Qual ist, dann hast du dich einfach dafür entschieden. Das ist einfach so. Also entscheide dich doch, wenn du die Dinge eh machst, dass du sie richtig machst, mit der richtigen Einstellung. Dann wirst du auch merken, dann fällt dir das Ganze auch gar nicht mehr so schwer. Man findet auch wesentlich leichter Lösungen, wenn es mal eine Herausforderung gibt, und man hat einfach Spaß an der ganzen Sache. Und dann bleibt man auch langfristig dran. Und dieses langfristig dranbleiben ist doch das alles Entscheidende. Und das bringt uns auch jetzt zum nächsten Punkt, und zwar, um langfristig dranbleiben zu können, müssen wir auch loslassen können, weil das ist auch etwas, das die meisten nicht hinbekommen. Das ist auch der Grund, warum viele nach vielleicht
vielleicht ein paar Wochen, nach ein paar Monate, aber irgendwann immer wieder so, immer mehr wieder die alte Person werden, von der sie sich ja eigentlich verabschiedet haben. Die alte Person mit dem schlechten Blutzuckerwerten, mit viel zu viel Gewicht, mit schlechter Kondition, mit schlechter Fitness. Diese Person wird man dann immer mehr, weil man sich nicht so richtig getrennt hat von dieser Person. Ja, man hat nicht loslassen können. Du kannst nicht loslassen, aber du musst loslassen. Du kannst nicht erwarten, dass du irgendwann, wenn es dir wieder besser geht, wieder zurückkommen kannst, so in die alte Bubble, weil in dieser alten Bubble, da wartet auch wieder dein alter Gesundheitszustand. Und das glauben viele, die denken wirklich, jetzt geht es mir schlecht, jetzt muss ich irgendwas dafür machen, dass es mir wieder besser geht. Und sobald es mir wieder besser geht, kann ich ja wieder aufhören, mich da irgendwie ja zu bemühen, auf die Ernährung zu schauen, Sport zu machen, weil dann passt es ja wieder. Dann kann ich mich wieder zurücklehnen und dann gehe ich wieder so in mein altes, gemütliches Leben, wo wieder alles egal ist, ja, und dann passt es ja wieder. Naja, aber dann kommt auch sehr schnell wieder dieses alte Leben zurück. Und zwar mit allem, was dazugehört. Das ist der Preis dafür. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen gemütlicher, aber dann steigen auch deine Blutzuckerwerte wieder an. Dann steigt auch vielleicht dein Blutdruck wieder an, deine Cholesterinwerte. Du nimmst wieder zu, dir geht es wieder schlechter. Du bist wieder nicht mehr hier auch kognitiv so fit. Also die mentale Leistung geht auch wieder zurück. Und das ist der Preis. Willst du das oder willst du das nicht? Ich denke mal nicht. Also find dich damit ab, dass du dich verändern musst. Du kannst nicht erwarten, immer dieselbe Person zu bleiben mit anderen Ergebnissen. Ja, kennen wir alle diesen schönen Satz. Aber da steckt natürlich auch eine Wahrheit drin. Und das ist überall so und auch beim Thema Gesundheit. Wenn du erwartest, dass sich dein Gesundheitszustand verändert, verbessert, dann musst du dich auch verändern, verbessern als Person im Bereich Gesundheit. Und das muss dann auch so bleiben, weil nachhaltige Ergebnisse brauchen zwangsläufig eine langfristige Veränderung. Das geht nicht phasenweise, temporär, bis wieder alles gut ist und dann egal. Das geht nicht. Das geht aber nirgends. Das ist eine Illusion. Und von dieser Illusion darfst du dich trennen. Eine richtige Erwartungshaltung auch zu haben von Anfang an. Dass wenn du sagst, okay, ich will etwas anderes haben, mir gefällt so nicht mehr, dann muss ich auch was dafür tun und das muss ich dann auch beibehalten, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Das heißt nicht, dass du dir dann gar nichts mehr erlauben darfst, ja, das ist natürlich Quatsch, aber eine gewisse Basis sollte halt schon dein Leben lang dann bestehen bleiben, damit du diese Ergebnisse auch halten kannst. Und das ist die Erwartungshaltung, die du von Anfang an brauchst, um da nicht irgendwie wieder ins Schludern zu kommen. Und dazu gehört eben dazu, loslassen zu können. Du wirst nicht mehr die Person sein, die du jetzt bist. Und das ist nicht Schlechtes, sondern das ist was Gutes. Wäre ja schade, wenn du immer nur dieselbe Person bleibst. Und auch gesundheitlich darfst du dich weiterentwickeln. Und das ist schön. Also verbinde das immer mit was Positivem und denk dir nicht, ey, ich will aber so bleiben, wie ich bin. Naja, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Ja, ich will dir nichts vorschreiben, was du machen sollst und zu tun hast. Aber wenn du was verbessern willst gesundheitlich, dann ist das einfach dein Weg. Und den solltest du von Anfang an auch akzeptieren und eben diese Erwartungshaltung auch realistisch sehen, weil sonst wirst du irgendwann mal enttäuscht sein, weil du einfach völlig falsch an die Sache herangegangen bist. Und ich weiß, das will keiner hören. Keiner will hören, du musst dich verändern. Wollen wir nicht, weil wenn uns das so gut gefallen würde, dann hätten wir es ja bereits schon gemacht. Das heißt, wenn eine Veränderung für dich so eine tolle Sache wäre, dann wärst du ja gar nicht an dem Punkt, an dem du jetzt stehst. Und das will einfach keiner hören, aber oft wird es so erzählt, so ach, du musst gar nichts verändern, es läuft alles, du kannst weiterhin machen, was du willst und es klappt trotzdem. Machen wir uns doch nichts vor. Ich weiß selber auch, dass das Quatsch ist, aber oft hört sich das halt so verlockend an, dass wir dann auf sowas reinfallen. Aber natürlich musst du dich verändern. Und auch wenn es sich hart anhört, es ist nun mal so. So ist das Leben. Anders geht's nicht. Aber wenn wir mit der richtigen mentalen Einstellung in sowas reingehen und einfach wissen, hey, das ist nichts Schlimmes, das ist auch nicht kompliziert und nicht schwierig, wir müssen es nur richtig angehen, dann ist das nicht schlimm, dann macht es sogar Spaß. Und am Ende geht es dir besser als jetzt und du denkst dir, wie habe ich nur Jahre, Jahrzehnte lang so leben können wie davor? Wieso habe ich das nicht schon längst gemacht? Damit wir zu dieser Erkenntnis kommen können, müssen wir erstmal die ersten Steps auch machen. Und das am besten mit der richtigen Einstellung. Das soll es jetzt mal zu der Sache gewesen sein. Ist eine spannende Sache und es ist wirklich, wenn das funktioniert, wenn du hier oben für dich diesen Schalter umlegen kannst und richtig in so eine Sache reingehst, dann ist es eine sehr entspannte Sache, wo nicht schwierig ist, wo nicht kompliziert ist, sondern dann ist es ein Selbstläufer. Und dann hast du die Ergebnisse, die du haben willst und kannst auch dranbleiben und dann ist es auch alles sehr, sehr entspannt. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze konkret funktioniert für deine Situation,
Situation und du überhaupt keinen Plan hast, wie du die Sache angehen sollst, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden. Trag dich gerne ein auf unserer Website www.peterseidel.com. Kannst du dich eintragen für das kostenlose Beratungsgespräch, dann nehme ich mir mal Zeit für dich. Da kann ich dir solche Themen, aber natürlich spezifisch noch aufs Thema Ernährung noch ganz, ganz viel Input geben. Auch natürlich, was es überhaupt mit Typ 2 Diabetes auf sich hat, was genau das Problem ist, wie man dagegen vorgehen kann. Also da können wir mal ein bisschen tiefer in die Sache eintauchen. Wenn es spannend ist, trag dich ein, www.peterseidel.com, dann melden wir uns zeitnah bei dir und dann freue ich mich, mit dir da mal ein bisschen genauer darüber zu quatschen, was man da so machen kann, dass es dir in Zukunft besser geht und du das Thema für dich ein für alle Mal in den Griff bekommst. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir alles Gute, beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Peter.